Herzlich willkommen auf meinem Kanal Red Square. Ich bin Boris und ich darf euch heute ja zum Review zu Planet der Affen New Kingdom begrüßen. Eine wirkliche Überraschung für mich und ich würde sagen, wir gehen direkt zum Film. Sollen wir? Etwa 300 Jahre nach der blutigen und verlustreichen Schlacht zwischen den von Caesar angeführten Affen und den Menschen unter Kommando des Colonels haben sich in der Oase, in die Caesar seine Artgenossen einst geführt hat, mehrere Affengesellschaften parallel entwickelt. Die Menschen hingegen sind wieder wilde geworden. Einige der Affenclans haben noch nie etwas von Caesar gehört. Andere wiederum nutzen dessen Legendenstatus aus, um seine Lehren zugunsten ehrgeiziger Ziele zu verdrehen. Vor diesem Hintergrund versklavt der Affenanführer Proximus Caesar andere Clans, um eine geheime menschliche Technologie zu finden. Als der Schimpanse Noah mit ansehen muss, wie seine Sippe entführt wird, begibt er sich zusammen mit dem menschlichen Mädchen May auf die Suche, um seine verschleppten Artgenossen zu finden und zu befreien. Planet der Affen New Kingdom ist eine US-amerikanische Produktion aus dem Jahre 2024 und hatte bei uns in Deutschland Kino-Release am 8. Mai diesen Jahres unter der Regie von Wes Ball. Der war zum Beispiel zuständig für Filme wie Maze Runner, Die Auserwählten im Labyrinth, Maze Runner, Die Auserwählten in der Brandwüste und natürlich auch Maze Runner, Die Auserwählten in der Todeszone. Besetzungstechnisch haben wir hier Owen Teague, wir haben Freya Allen, wir haben Kevin Durant, wir haben Peter Macon, William H. Macy, Ika Darville, Travis Jeffrey, Lydia Peckham und Neil Sandilands. Genretechnisch haben wir hier ein Science-Fiction-Abenteuer mit einer Altersfreigabe ab 12 Jahren und einer knackigen Laufzeit von 145 Minuten. New Kingdom ist nun mittlerweile der vierte Ableger des neuen Planet der Affen-Franchises. Aber auch fühlt sich das Ganze wie ein kompletter Neuanfang an. Vor allem die Endzeitkulisse, wo die neue Welt der Affen in den gerade noch erkennbaren Ruinen der alten menschlichen Zivilisation dabei ist, Fuß zu fassen, war für mich das persönlich Beste. Man kann sich in dieser neuen Welt nach uns Menschen einfach sehr gut verlieren, während man den Film schaut. In jeder Minute schwingt die Wehmut an das, was einmal war, mit. Die eindrucksvolle Darstellung der Affen und ihre komplexe Gesellschaft fesseln von Anfang bis Ende. Die emotionale Tiefe der Charaktere und ihre Entwicklung im Laufe des Filmes sind beeindruckend und lassen niemanden unberührt. Die visuellen Effekte sind atemberaubend und verleihen der Welt eine unglaubliche Lebendigkeit. New Kingdom ist der Anfang einer neuen Trilogie im Affenplanet-Universum. Somit keine direkte Fortsetzung von Caesars Geschichte. Dies wird auch dadurch gestützt, dass seit der Affenrevolution 300 Jahre vergangen sind. Die längste Zeit funktioniert New Kingdom als Abenteuerfilm irgendwo zwischen den Realfilmversionen von Dschungelbuch und König der Löwen, in dem die Affen die Protagonisten sind, sei es als jugendliche Helden wie Noah und seine zwei Freunde, sei es als Bösewicht wie Proximus Caesar oder als unterhaltsame Sidekicks wie Orang-Utan Raka, dem Noah auf seiner Heldenreise begegnet. Im Ton erheblich düsterer als die genannten Disney-Produktionen besticht New Kingdom besonders dann, wenn die Action-Szenen übersichtlich und nachvollziehbar bleiben. Dem Film gelingt dabei leider nicht, die menschlichen Figuren, die schließlich doch noch auftauchen und Schlüsselfunktionen übernehmen, auf interessante Weise einzubinden und emotional bedeutsam mit den Affen interagieren zu lassen. Die Geschichte erscheint dann doch ein wenig dünn und oberflächlich, mit wenig Tiefe und Entwicklung.
Dies könnte aber auch durchaus gewollt sein, da noch zwei weitere Teile folgen werden. Auch hier macht euch bitte selbst ein Bild. Survival war für mich der schwächste Teil der Saga und danach hatte mich Planet der Affen eigentlich verloren. Doch dieser hat mich definitiv überzeugen können und mein Interesse an mehr geweckt. Und deshalb vergebe ich hier, um natürlich sich auch noch in den Folgeteilen eventuell zu steigern, 7,5 von 10 möglichen Filmrollen. Streaming-technisch sieht es natürlich hier etwas mau aus, da der Film erst vor kurzem im Kino gestartet ist. Ich würde mal so Pi mal Daumen 2 bis 3 Monate sagen, bis die erste Plattform den Film anbietet, zumindest zum Leihen und zum Kaufen. Der Film ist natürlich schon gelistet, aber auch noch mit einem Lückenfüllerdatum, der 31. Dezember 2024, was die DVD, die Blu-ray oder auch natürlich eine 4K angeht. Und auch hier vermute ich erst Ende des Jahres zum eventuell Weihnachtsbetrieb wird der Film dann käuflich zu erwerben sein. Und das war's mit meiner Review zum mittlerweile vierten Film von Planet of the Apes, in dem Fall New Kingdom. Lasst mich von euch wissen, wart ihr im Kino oder wollt ihr noch schauen, dass ihr irgendwie noch eine Vorstellung bekommt? Wenn ihr ihn gesehen habt, lasst es mich gerne wissen. Wie fandet ihr den Film? Wie fandet ihr auch die Vorgänger, die vorhergehende Trilogie mit Caesar als Hauptperson? Und vergesst natürlich bitte nicht das Abo, das Like oder und auch den Kommentar. Ich freue mich drauf und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Film und bis dahin macht's gut. Ciao.